Ihr braucht 10 von uns Pages, um diese Welt freizuschalten. Möchtet ihr die Trauerlapperin zum Freischalten? Jo, das wollen wir machen. Denn das ist unsere nächste Aufgabe. Hier im Trauerlabyrinth-Sumpf. Nicht vergessen, ihr könnt diese Welt erweitern. Sobald ihr 8 Pages gefunden habt, stellt euch einfach auf den Großwälzer-Schalter. Wenn ihr bereit seid. Mehr vergessen es nicht, Goldchen. Mehr Szenerie, mehr nervige Charaktere. Das braucht, dass sie die Hilfe brauchen. Ja gut, aber wir wollen ja erstmal die normale Welt sehen. Also rein da. Trauerlabyrinth-Sumpf. Herzlich willkommen. Das ist der erste Sumpf, in dem ich bin, der trauert. Ich glaube, das ist ja jeder. So, einfach mal gucken, was läuft denn hier ab. Am besten einfach mal verwandeln, dass wir hier auch durchkommen. Ach Moment, ich kann mich hier draufstellen. Ah, und dann geht's hoch. Perfekt. Ach du Scheiße, was seid denn ihr für Viecher? Sah ja mal richtig komisch aus. Ansonsten gibt's ja irgendwas Interessantes. Bis auf die 3 Fehler, die da gerade waren. Nee. Ich glaube, den Rest kriegen wir erst bei Trouser, dann wird es wahrscheinlich erst interessant. Ach, mit dir kann man sprechen. Hallöchen, Herr oder Frau Kürbis. Wir suchen nach Pages. Haben Sie welche gesehen? Hallo, Echse. Stück Papier hängen in Falle da hinten. Falle ausgelöst. Durch das platschende Geräusch. Also haltet Füße trocken, Echse. Okay. Das heißt, sobald wir das Wasser berühren, geht das zu, oder was? Das ist immer eine schöne Kameraansicht. Oh ja, ich sehe schon. Okay. Da kommt man da kaum rüber so schnell, oder? Egal. Auf jeden Fall können wir das jetzt erstmal aktivieren. Ja, wir können hier rauf und so bleibt der Käfig offen. Und wir haben das nächste Pagey eigentlich relativ easy geholt. So, und hier unten ist schon Trouser. Du kommst aber wieder früh ins Spiel, Junge. Aber egal, wir brauchen deine Tricks. Willkommen, Freunde. Wie reizend, euch zu sehen. Okay, Wurstgesicht. Das FBI hat dich also noch nicht erwischt. Ich überlege, ob ich einen neuen Geschäftszweig starte. Einen Lieferservice mit Drohnen, patentiert von Trouser. Neue Tricks würde direkt zur Tür des Kunden geliefert, mitsamt eines professionellen Anleitungsvideos von mir selbst gefilmt. Was haltet ihr davon? Ich würde dir nicht mal zutrauen, Pizza zu liefern. Super, eure Unterstützung bedeutet mir viel. Nun denn, wollt ihr euch ansehen, was ich auf Lager habe? Ja, das wollen wir. Und zwar gibt's die Echsenpeitsch und den Sonarsprenger. Aber wir werden jetzt erstmal die Echsenpeitsche machen. Erstmal, bist du sicher? Ja, Professor, spiel mir sicher. Wie geht der Trick? Der nächste Trick hat mir 3 Jahre in Folge die Auszeichnung als beste Verkaufsschlange des Jahres eingebracht. Wie kann man mit einem Trick eine Verkaufsauszeichnung gewinnen? Außer er ist so schlecht, dass du ihn jemand anderen angedreht hast. Sie haben meine talentlose Technik gewürdigt. Du meinst wohl eher deine alberne Erscheinung? Lely, fahre fort, Trouser. Was hast du für uns?
Mit der Echsenpeitsche kann unser Echsenfreund bestimmte Griffpunkte festhalten, indem er sich auf sie ausrichtet und B drückt. So kann man über Klüften gelangen, sich an der Umgebung festhalten und mehr. Klingt gut. Wir werden zurückkommen, falls wir unsere Erinnerung auffrischen müssen. Ja, dann kriegen wir noch eine 2% Rabattchance hier. Obwohl, kriegen wir wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es schon 2% runtergegangen. So. Erstmal sicher? Ja, bin ich. Der nächste Trick ist ein wenig krass. Verwende ihn nicht in der Nähe von Glas. Mit dem Sonarsprenger kannst du einen verheerenden Überschallknall entfesseln, der alle nahen Feinde betäubt. Klingt nicht übel. Das stimmt mich einigermaßen optimistisch. Also, wie funktioniert es, Wurmi? Halte einfach LT und drücke Y, den Sonarsprenger zu verwenden. Vielleicht solltest du auch noch ein paar Kopfschmerztabletten erwerben, denn dieser Trick geht ganz schön auf die Birne. Okay, ich würde sagen, die zwei probieren wir eigentlich gleich aus. Und wie war das? X und dann Y, ne? Ah, gedrückt halten natürlich. Sonst bricht das ab. Und sobald er gemacht hat, kann man wieder loslassen. Warte mal, ich kann jetzt hier drauf ziehen, oder? Ja, genau. Bei dieser haben wir schon im Anfang mehr 3 gesehen. Und jetzt können wir sie auch endlich verwenden. Jetzt haben sie endlich eine Verwendung gefunden für uns. So, wo kommen wir denn hier hin? Ich werde jetzt erstmal hier rein theoretisch lang gehen. Um zu gucken, was hier eigentlich abgeht. Okay, ich sehe schon einiges. Oha. Ich sehe wirklich einiges. Da müssen wir lang. Ernsthaft? Zu dem Pagey da hinten. Was? 14 Sekunden nur Zeit? Oha. Komm schon, Yuka, das schaffst du. Ha, wir haben sie noch. Wir haben es noch. Letztes. Allerletzte Millisekunde. Bevor es zuging, haben wir es geschafft. Ja, moin. Gut gemacht, Yuko und Layli. Oha, wir sind in einen anderen Ort rausgekommen. Das freut mich gerade allerdings überhaupt nicht, dass wir hier rausgekommen sind. Oh, ich glaube, hier können wir gar nicht hin. Wie es aussieht. Ist da oben eigentlich irgendwas? Ich sehe nichts. Das Problem, ich sehe da oben nichts. Ja, aber das macht da oben noch nichts sein, oder? Wenn ich da nichts sehe. Und wir können erstmal ganz entschieden. Oder auch nicht. was habe ich gesagt? Ganz entschieden darüber fliegen? Nein, das können wir nicht. Scheiße. Was machen wir jetzt? Leute, wir haben ein kleines Problem. Ich glaube, ich muss sterben. Ja, ich glaube, ich muss auch sterben. Ich dachte, ich kann darüber fliegen, ganz gechillt. Ah, verdammt. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, dann halt so, von mir aus. Ach nee, B. Ich habe A gedrückt. Ich Idiot. Aber trotzdem hast du sagen, ich gehe eigentlich hier jetzt erstmal lang. Was mir jetzt wieder am Anfang sind, ist gar nicht so verkehrt. Hier kann ich nur gucken, ob es noch irgendwas gibt.
So, hier waren wir ja gerade, richtig? Ja. Also geht's auch hier erstmal wieder runter für uns. Weil es gibt hier noch einiges an Federn und hier waren wir noch nicht ganz durch. Oh, ich hasse diese Typen hier. Ich weiß nie, wie ich die besiegen soll. So, eingesammelt. Ach, das ist ja einfach nur ein Rundkurs. Alles klar. Da war es ein Rundkurs. Und hier? Die Köpse verfolgen mich gar nicht. Ich dachte, die würden mich verfolgen. Ich glaube, hier können wir noch nicht so viel machen. Ich glaube, es wird erst nach der Erweiterung interessant. Na gut, dass wir schon mal was für die Erweiterung gefunden haben. Oh. Die Feder hatte ich fast übersehen. Bei Trouser. Nehmen sie mit. So, und hier haben wir den ersten Ghostwriter, meine Freunde. Das ist der, der mich fangen will. So, Treffer 2. Komm schon. Hier bin ich. Er wartet jetzt doch länger. Und Treffer 3, damit haben wir ihn. Nächstes Tonikum auch gleich freigeschaltet dazu. Ah, der Ghost war doch jetzt erstmal wichtiger. Also es ist, sofern ich mich jetzt richtig sinne, Ghostwriter Nummer 1 hier. In der Eisbild haben wir noch einen noch nicht gekriegt. Also da können wir noch einen Pagey geistig abhaken. Und hier war das Ghostwriter Nummer 1. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wo die anderen Ghostwriters sind. So, ich würde erstmal so gucken, wir gucken hierher. Oder sagen, wir gucken erstmal hierher. Mal gucken, was hier eigentlich so abgeht. Oha. Ich glaube, das wird fies da hinten wieder. So, tschüss. Ja, ich glaube hier, das könnte fies werden. Egal, wir versuchen es. Dürfen wir halt nicht so schnell untergehen. Einkaufswagen? Habe ich gerade im Hintergrund gesehen. Das sieht alles ein bisschen komisch aus. Ich habe gerade mal zwei Pages geholt. In der Welt. Das hier sieht am... sieht komisch aus. Was ist hier eigentlich? Ich habe ein Patchy gehört. Zack. Tschüss. Da wird einfach mal umgebracht. Und hier ist der nächste Einkaufswagen. Na sag mal, was habt ihr für Probleme? Was geht, Echsenmann? Ich bin Wally. Gehört dir dieses Bildset? Wally, nein, das ist nicht unser. Wir sind mehr im Pagey-Geschäft. Super, und das soll so bleiben. Dieses Level hier ist mein Revier. Ich baue in der Gegend leckere Pilze an und verkaufe sie auf dem Bauernmarkt. Ich liebe Bauernmärkte, die hohen Preise halten den Pöbel fern. Ganz recht, könntet ihr beide mir wohl helfen, diese Pilzfeld zu vernichten. Es gehört mir und ich bin mir sicher, dass es eine dieser Pilze golden gefunkelt hat. Goldenes Funken hört sich super an. Wir sind dabei. Alles, um diese nervige Stimme zum Schweigen zu bringen. Prima, denkt daran, solange welche übrig sind, wachsen sie nach. Es muss einen Weg geben, sie alle auf einmal loszuwerden. Ja, ich glaube einfach nur, da ist unsere neue Fähigkeit gefragt. Ich muss erstmal gucken, wie sie ging. Ja, ich glaube schon, dass ja unsere neue Fähigkeit einfach nur gefragt ist. So wie es aussieht. Ja. Weil ich müssen wir jetzt einsetzen. Krass, Leute. Kommt hier rüber. Ich habe eine Belohnung für euch, die ihr nicht ablehnen könnt. Ja, gut. Aber ich muss es ja auch klar. Ich meine,
neue Fähigkeit kriegt man hier und man muss euch mal einsetzen können. Dufte, ihr habt alle Pilze zerdeppert. Und sie sagt, ihr hört zerdeppert, also. Ja. Und keine goldene Beute weit und breit. Was soll das? Ich dachte, das wäre dein Feld. Bleib locker, Fledermaus-Lady. Das goldene Funkel ist voll in meinem Kompo hier gelandet. Ich zahle meine Schlägerei immer aus. Nee, ich schlage meinen Schläger immer aus. Alles klar. Okay, wenn jemand fragt, wir waren nie hier. Kapisch? Solange es das Fälschchen gibt, geht alles klar. Ja, damit. So, und du bist hier, ja? Dann möchte ich mal sehen, welches Tonikum ich freigeschaltet habe. Schön, euch zu sehen. Tonikum? Ja, welches haben wir denn? Kein Schaden, wenn du aus großer Höhe stürzt. Ach, ich will das eigentlich nicht aktivieren, weil der Roller, der bringt Zeit hier übelst viel im Let's Play. Weil damit haben wir schon einiges an Zeit immer gespart. Muss ich tatsächlich sagen. So, dann gehen wir jetzt mal noch zum anderen Rollkorb. Du hast wohl jetzt nichts mehr, hä? Was ist denn mit dir los? Wieder ein trauriger Tag im Sumpf für Olli. Weggeworfen und unbeliebt. Okay, heiße Reifen, hast du da Pages in deinem Haufen Schrott? Das Einzige, was sich hier in meinem Kopf findet, sind gebrauchene Herzen und Verzweiflung. Sumpfen ist da auch noch, oder? Ich sehe ich von hier. Was kannst du denn uns über dieses Labyrinth da vorne sagen, Olli? Es ist furchtbar. Verschlungen und endlos. Und schlimmer noch, die Wände bewegen sich, damit Eindringlinge sich nicht den Pagey am Ende holen können. Du bist noch immer interessiert, nehme ich an. Ja. Hört sich nicht so schlimm an, wie eigene Sachen, die wir schon hinter uns haben. Wir versuchen's mal. Viel Glück. Leider gibt es für den armen Olli kein Licht am Ende des Labyrinths. Okay, wir versuchen es auf jeden Fall mal. Okay, das sieht... Ach du Scheiße! Ja. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, lass uns da bitte rein. So, aber jetzt müssen wir uns aber hier schnell beeilen. Gott, ey. Ich habe absolut keine Ahnung, wo wir lang müssen. Okay, das war schon mal falsch. Ja, jetzt lasst mich in Ruhe. Ach, come on. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich da lang muss. Ich sehe auch kaum was. Ah, ich glaube, ich muss euch hier den feinen Versuch wieder reinschneiden. Sonst dauert das hier 3 Stunden, bis ich hier überhaupt mal durch bin. Ich muss eigentlich die ganzen Kisten hier in Ruhe lassen. Sofern ich schon weiß. Ja, das war falsch. Ich bin der falsche Weg. Ach man. Okay, jetzt hat sich hier was geöffnet. Jetzt kann ich einfach durch. Wenn ich weiß. Oh, da ist das Pagey. Pagey, komm her. Perfekt. Und raus hier. Okay, das Pagey gehört uns. Wir haben jetzt eigentlich soweit schon alles von der normalen Welt gesehen, oder? Ah, und hier geht's auch... Ach, das war auch was vom Labyrinth. Ach so. Okay, dann ergibt das natürlich alles einen Sinn. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden, Leute. Das hat jetzt alles einen Sinn ergeben dort.
Achso, da hinten müssen wir auch noch hin, da ist auch noch was, so wie es aussieht. Okay. Hier waren wir auch schon. Okay, warte mal. Wo waren wir noch nicht? Also hier waren wir noch nicht. Das geht auch noch gar nicht. Da brauchen wir eine andere Fähigkeit dazu, richtig? Richtig. Das heißt, wir könnten eigentlich nur noch mal rüber versuchen. Wo wir noch nicht waren. Ja, und das heißt, wir müssen hier unten drunter durch. So, und dann leg mal los. Wir müssen auf jeden Fall hier unten drunter durch. Und dann einfach mal nach oben schwimmen. Ja, und dann sind wir da, wo wir vorhin waren. Perfekt. Genau das wollte ich erreichen. So, wo geht dieser Weg lang? Ja, ich höre auch ein Page hier drin. Wir sind im Pumpwerk. Pagey, könntest du mal vielleicht mit uns reden? Ach du Scheiße. Oh shit, ich verstehe es. Das muss weitergebracht werden, ne? Rüber und dann runter, ne? Ich sagte runter und nicht rüber. Oh Gott, ey, ist das schwierig gerade. Du kannst es mich hier nicht wirklich beeinflussen. Jetzt muss eigentlich nur noch fallen gelassen werden, oder? Oh Gott. Ah, die Zeit ist echt großzügig. Da haben wir echt eine großzügige Zeit eingebaut. Danke, Page, her mit dir. Also wenn man sich auch mal vertan hat und das nicht erst zum ersten Mal checkt, dann man hat noch genug Zeit. Scheint, hat jetzt noch um die 5 Sekunden Zeit, das sollte jeder easy hinkriegen beim ersten Versuch. Ich fand manchmal war es schwer, ein bisschen den Weg zu sehen, finde ich. Das war ein bisschen schwierig, aber ansonsten passt es eigentlich. Ich glaube, hier wird auch erst was nach der Erweiterung kommen. Was können wir jetzt hier mitmachen? Ach, rausziehen! Ach so! Jetzt konnten wir rausziehen. Na, läuft doch. Was haben wir hier? Oh ne, Quatsch, falsche Taste. Oh, ich komme bei den ganzen Aktionen echt durcheinander. Das sind echt sau viele Aktionen, die wir hier machen müssen. Ist das? Ja, okay. Das ist einfach nur ein Übergang. Also eine Abkürzung hier in. Eine Abkürzung geschaffen und hier ist doch euch mal was. Ah, da warst du, mein Freund. Her mit dir. Der zweite Ghostwriter. Haben wir jetzt eigentlich schon den Labyrinth gefunden? Ja, ne? Den Drausumpf-Labyrinth. Den hatten wir schon. Heißt das, wir haben jetzt was freigeschaltet? Ich glaube auch nur für eine Verbindung, oder? 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 Kann mir jemand helfen? Ja doch, eine Verbindung ungefähr zum Anfang. Haben wir erschaffen, okay, gut. Du kommst da nicht durch, Junge. Der Eingang ist nur für VIP, also nur für Yukoneli, ja? Hast du das gemerkt? So, und damit haben wir die Gegner auch schon wieder besiegt. Aber ich finde die schon wieder mehr Federn, als ich eigentlich Pagies finde. Ach Gott, die gehen ja alles. Hier geht ja wirklich alles unter. Ich verstehe auch so langsam, warum der Trauersumpf heißt. Weil das wirklich traurig ist, was hier passiert. So, schlechten Witz habe ich für diesen Part also auch schon mal abgehakt.
Moment, da hinten ist ja noch ein Weg. Boah, der Weg splittet hier sich aber auch. Ich muss mir merken, wo ich lang gegangen bin, wo nicht. Nicht, dass ich mich im nächsten Part hier nicht wiederfinde, weil ich nehme jetzt heute nur einen Part auf. Dann darf ich mich erstmal wieder was einiges im Voraus produziert haben von Ukulele. Oh, der nächste Ghost Rider. Läuft. Also, die Ghost Rider finden wir hier echt schnell. Das muss ich sagen. Respekt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die Ghost Rider überhaupt so schnell finden in diesem Level. Weil es eben eine Trauersumpf ist. Wir müssen jetzt aber erstmal hier rüber dich erledigen. Dich auch killen, genauso wie dich. Ciao, ciao. Oh, ey. Hier geht aber so einiges ab. Okay, wir gehen erstmal hier lang. Das sieht mir nach einem falschen Weg ungefähr aus. Ach, hier hat es auch so ein Zeichen. Also, lasst uns das zerdeppern. Oh. Und das sieht aus wie... als ob ich hier einfach mal was machen muss. Ja. Umsonst wäre das Feuer ja nicht da gewesen. Also, dieses Patchy haben wir uns auch wirklich verdient. So, dann holen wir uns hier drei Federn ab. Hier ist der nächste Einkaufswagen. Wie viele Einkaufswagen gibt es von denen hier bitte? Okay. Ich würde jetzt einfach mal sagen, was im nächsten Part passiert. Das erfahren wir dann hier. Das war jetzt komplett falsches Deutsch, aber ist egal. Was ich damit nur sagen will, ist, dass wir uns hier im nächsten Part wiedersehen. Denn das war's für diesen Part. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Und ciao. Oh, Moment. Haben wir ja schon gecheatet? Oh, nein. Haben wir nicht. Okay. Wenn wir das machen, sehen wir im nächsten Part, Leute. Bis dahin. Und ciao.